I think we're actually ready to hop into gameplay. Digga, das sieht aus wie Mobile Gameplay. Ja, moin. Das ist Mobile, das ist Mobile, das ist Mobile. Das sieht so komisch aus. Yeah. Hä? Sieht so komisch aus. Sieht viel zu schnell aus. Boah, Digga, Drop-Time sehr schnell. Das sieht schon sehr aus wie MW 2019, ne? Also, muss man schon sagen, Riesen-Event, tausend von Leute, alles noch nicht optimiert, alles noch nicht perfekt, eine Beta, macht euch locker, aber, boah, Killgefühl sieht aber clean aus, Killgefühl sieht knackig aus und irgendwie habe ich das Gefühl, dass man schnell im Scope ist, nicht so giga langsam, oder? Es sieht generell schnell aus, man hat wieder dieses Doppelsprint, wo die Waffe hochgeholt wird, aber das sieht mies Quickplay aus, mies Fast Pace vom Movement und von... Boah, aber man ist so schnell tot, Digga! Wieso ist man so schnell tot? Das ist ja ganz, ganz kritische Hase. Warzone 2 gibt's vielleicht auch noch heute Gameplay, Trailer, Reaction, ich lade alles hoch, Digga. 100 Videos, was soll ich machen? Man guckt ja jetzt auch auf der Third Person zu, obwohl die... Wieso schreien die alle so? Obwohl die Waffe jetzt auf der linken Seite ist, oder in der Mitte, ne? Oder was? Was ist das für eine Ansicht? Es gibt auch einen Third Person Modus, ne? Aber das ist jetzt nicht der Third-Person-Modus, sondern einfach halt Tomahawk. Erinnert aber ganz stark an MW 2009. Also das habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, oh, das könnte schwierig sein. Die Mechanics, ne, Türen, diese Art von Gameplay wird auf MW 2019 aufbauen, denn es war so erfolgreich. Habt ihr jetzt gerade auch schon eine Mechanik gesehen mit diesem Klettern? Man wird klettern können an Gebäuden. Das erinnert so ein bisschen an Rainbow Six Siege, wo man dann so an einem Gebäude hängt, dann rüber gucken kann, schießen kann. Man kann sich irgendwie auch um die Ecke lehnen wieder und beziehungsweise so pieken, nur mit der Pistole. Es sind einige Mechanics. Dolphin Dive gibt es im Spiel. Einen ganz normalen Slide gibt es zum Glück auch. Sprinten, dann das Doppelsprint. Time to kill, viel zu niedrig. Ach, du ahnst es nicht. Mir ist schwarz vor Augen, Digga. Ach, du ahnst es ja nicht. Halt doch die Granate noch länger, Bruder. Ich hoffe einfach nur nicht, dass das Sprinten bestraft wird. Ne? Das ist aber eigentlich meistens der Fall, wenn die Time to Kill so niedrig ist. Die schlechten Spieler werden scared, die schlechten Türen. Die schlechten Spieler werden scared, die schlechten Spieler haben keinen Bock, die ganze Zeit zu sterben und dementsprechend. Eieiei, ist ganz schön laut da, ne? Mount, habt ihr gesehen? Waffe kann man auch wieder mounten. Oh, 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 oh. Da wollen wir mal schauen, wenn wir das alles selber spielen. Aber auf den ersten Eindruck, ne? Kann schon kritische Hase, lange, schmale Nase werden. Prestige-System sollten sie hinbekommen. Rankplay, ne? Da kann man schon was machen. Er spielt halt auch so gut, ne? Was auch immer er da gerade aktiviert hat. Das werden wir alles herausfinden. Ich hoffe, die Streaks knallen rein. A230, geil. Sehr nice, Digga. Der Typ ist eine Legende. A230, ich hoffe so sehr auf den Spezi-Bonus. Ich werde, denke ich mal, auch noch eine Wishlist machen nach... Also nicht Wish, der Online-Shop Wish, sondern eine Wunschliste nach der Beta, was sie verbessern müssen, was sie neu reinbringen sollten, was sie rausnehmen sollten. Das werde ich mir während der Beta, werde ich selber zocke, aufschreiben die ganze Zeit, was ich gut oder schlecht finde. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich das unten mit den Perks so sehe, dass es eventuell Spezi-Bonus geben könnte. Es sieht auf jeden Fall vom HUD sehr nice aus. Der Schuss, die Hitmarke sieht clean aus. Ist relativ groß auch, erinnert ganz, ganz wenig so an Ironside irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr mich fühlt. Ich probiere jetzt einfach nur so ein bisschen das zu sehen, was ich hier, beziehungsweise das zu kommentieren, was ich hier sehe. Komplett ungeschnitten, komplett, ja, ersten Impressions. Ich mag das immer selbst bei anderen zu gucken, deshalb mache ich so einen Content. Auch der Typ, nein, keine Muni, nein. Ich wollte gerade sagen, alles alle auseinander. Was sagt ihr? Schreibt mal in die Kommentare. Ich kann mir schon vorstellen, das wird richtig krachen in den Kommentaren. Hier wird es wieder ordentlich Diskussionspotenzial geben. Uiuiui, man legt sich wieder sehr langsam hin. Er hat gerade von Dropshotten geredet, da tut er wieder die Hand so raus. Aber ich finde dieses Waffe hochhalten, das feiert nicht ein gefeiert, Digga. Dass man beim Sprinten dann so ist, Digga, und dann bis die Waffe dann im Scope ist, dann schießt, das ist immer zu lange. Das ist immer schlecht für die aggressiven Spieler, ne? Aber das sieht so ein bisschen dynamisch aus, ne? Es sieht nicht so strikt aus, sondern das Bild wackelt sehr mit. Klar, wir haben jetzt hier auch ein FOV an, ne? Also, deshalb sieht es schon schnell aus. Damals MW... Ja, reingeschissen, Digga. Ja, scheiß komplett rein. Damals bei MW 2019 hatten wir auf der Beta am Anfang auf PlayStation kein FOV. Die spielen hier gerade
Aber auf PC, ne? Ihr seht ja, das ist hier ein PC-Tab. Die spielen wahrscheinlich dann schon die PC-Beta. Ja, macht Sinn. Ist ja auch okay. Aber ich glaube, dass auch auf der PlayStation ein FOV vorhanden sein sollte. Punkte auf der Minimap habe ich auf Twitter gelesen, dass es keine Punkte auf der Minimap geben soll. Und ich sehe hier auch gerade jemanden schießen und den hat man nicht auf der Minimap gesehen. Vielleicht ist es jetzt nur ein SMD so. Jetzt habt ihr übrigens auch mal gesehen, wie ein Waffenlevel dazu kommt. Ja, es ist viel dynamischer am Gunfight. Viel dynamischer. Die Waffe ist irgendwie ganz, ganz anders. Oh, er hat eine Killstreak. Ja. Stabil. Oh, bitte Spezi-Bonus. Spezi-Bonus könnte man so Mütter massieren. Basti, was sagst du? Time to kill ist sehr, sehr niedrig. Sehr schwieriger Hasenstall, ne? Wenn mir das jemand zeigen würde, ohne Kontext, würde ich sagen, ist MW219. Ja. Halt wieder um die Ecke lehnen, ne? Alter. Boah, ja, wow, die Stun. Aber die Sprünge sind relativ hoch, tatsächlich, ne? Ja. Dort, der Slide! Boah! Der Slide ist übertrieben lang. What? Das ist so eine Vorbeschreibung. Du kannst ihn nicht canceln. Aber die haben schon gesagt, die gucken, wie das Community-Feedback zum Slide ist, um nochmal zu ändern. Okay. Deswegen hoffe ich. Aber irgendwie sieht es auch knackig aus. Ja, die MP sieht knackig aus. Irgendwie sieht es auch knackig aus. Advanced UAV. Geil! Bei 1500 Punkte, Digga. Chopper. Juggernaut ist halt Arsch. Das ist jetzt auch wieder eine neue Map. Da schaue ich auch nochmal rein jetzt hier. Oh, ich habe schon Bock auf Nuke zu schützen. Das sage ich dir ganz ehrlich. Da kriege ich schon wirklich ein Zelt, wenn ich nur dieses. Kill-Gefühl hier. Ich habe halt Bock, die erste Nuke halt ohne Dings zu erspielen. Ja, wir werden die erste Nuke auch ohne Neffen spielen. Oh, Digga! Oh, sieht schon sexy aus. Oh, Digga! Den hätte ich noch holen können. Wie wir abgehen, Digga. Das ist. Oh, man fliegt wieder rein. Basti, hast du es gesehen? Ja, er zoomt rein. Ja, er zoomt rein. Das ist eigentlich ganz cool vom Aufbau her. Man zoomt wieder. Kann man so ein bisschen. Aber vorhin, aber. Was spielt er bei gewissen Mois, war ja aber auch schon bei MW 2019 so, dass sie es dann irgendwann geändert haben. Ist natürlich jetzt, was ist das gerade, was wir spielen? Oh, Digga, nein. Also irgendwie sehr viel Gutes, aber auch sehr viel Scheiße. Ja. Boah, wie die Drohne rausgeholt wird, lell. Einfach. Ja, das mit dem Schneiden ist echt nicht geil. Nicht geil, sagt er. Schneiden ist nicht geil, ja. Weil du halt nicht bremsen kannst, du stylst halt so lang. Oh, lol. Cool, geholt. Geschittet. Aber die Maps sehen gut aus, finde ich, vom Layout. Oh! Fairer Kill. Ne? Maps die Maps vom Layout? Ja. Sieht machbar aus. Sieht nicht so groß aus. Oh. Natürlich auch nur die Maps drauf, dieser viele. Die Hitmarker gerade ganz knackig, aber muss ich sagen. Aber ich mag den Sound nicht so sehr. Ich fand's gerade ganz knackig. Aber da kann man bestimmt auch wieder rumstellen. Ja, ne? Hoffe ich doch. Oh. Ui, ja, lecker. Ja, oh, ich will spielen, Basti, ne? Ich will spielen. Digga, das sieht aber so geil aus, wenn er da so bounced. Wenn MW2 wirklich scheiße werden sollte, dann kommt in drei Wochen, nicht mal drei Wochen. Das kann nicht sein. Cloxy, push mich doch, hallo! Ja. Das reinfliegt wirklich, ich das dritte Mal jetzt gesehen und ich krieg wirklich das Brechen. Die Streaks sind auch ganz komisch angeordnet unten, ne? Puh, Digga, puh. Guck mal, das ist diese Shotgun, guck dir, 725! Confirmed! John, die Streaks sind so angeordnet, wenn du eine hast, dann schiebst du dich nach links. Und du fängst von vorne an, dich sammeln, weißt du? Ah, okay. Ey, ich bin gespannt. Ich bin fucking gespannt.